Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Oni Road to be the Mightiest Oni. Also, es geht wohl vom Titel her danach, dass wir ein Oni sind, so ein japanischer Dämon. Und normalerweise bewaffnet mit einer Keule. Und wenn ich mich richtig entsinne, soll irgendwie der erste, glaube ich, aus einem Pfirsich geboren worden sein. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, habe ich jetzt auch nicht großartig recherchiert. Aber ich denke mal und ich hoffe mal, das Spiel wird uns aufklären. Ich spiele auf der Nintendo Switch und ich spiele. Ah, es geht los. Ja, der Grafikstil erinnert sehr, 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 sehr stark an Zelda. Das wird man aber auch gleich sehen. Leider kein deutscher Bildschirmtext, nur Englisch und oder Japanisch. Irgendwie leuchtet mein Gesicht auch übertrieben. Ich habe ja so ein Licht. Ich mach das mal noch ein bisschen runter. Oder vielleicht auch einfach aus. Irgendwie. Ich glaube, an die Kamera muss ich nochmal ran. Ach, guck mal, da ist einer. Jo, jo. So. Also ich habe ein bisschen recherchiert, also es ist tatsächlich, der Name ist Programm. Man ist ein junger Oni und trainiert, ein quasi ein großer Oni zu werden. Ein richtig guter, der mächtigste aller Onis. Ja, man sieht, die haben halt so ein Horn auf dem Kopf. Ganz anders als zum Beispiel ein Kappa, die haben ja eine Delle und ja, die muss feucht bleiben, ansonsten verlieren sie ihre Kräfte. Ja, ein Lade Geist? M Vermutlich ein Geist. Sicher bin ich mir nicht, aber ich vermute es. So, oh, geht's direkt los? Es ist die Spielegrafik und ich finde den Stil mega sympathisch. Das war auch das, wo. Um stärker als Momotaro zu werden, begibt sich Kuta auf die Insel Kisejima. Im Nintendo Shop stand nichts von Deutsch, aber ich bin positiv überrascht. Erwecke die Macht, die auf dem Eiland schlummert, um dich den Prüfungen zu stellen. Alles klar. Mach ich. When the wire we're pretending, like we're ready for the ending. It's only the beginning. There's more to follow. Hoping there's tomorrow. Said, why are we behaving? Ach, es geht los. Like everything's under Oh mein Gott. control. Got mushrooms. So what do we do now? What are you Got doing mushrooms. now? Okay, cool. Und eine Kiste. Hundert Mushrooms. Pilz. Jemand hat eine ganze Kiste mit Kisejima-Pilzen vollgestopft. Vielleicht, damit sie länger frisch bleiben. Es ist zwar nicht gerade ein feiner Zug, aber hier könntest du dich bedienen. Das habe ich getan. Noch mehr. Got Mushrooms. Got Mushrooms. Oh, der Pilz ist anders. Got Mushrooms. Oh, das sind 10. Okay. Ja, das ist. So wie ich das gesehen oder gelesen habe, scheint das wohl so ein bisschen sowas wie eine Art Währung zu sein hier.
Ich möchte jetzt allerdings auch eigentlich gerne ein bisschen mehr zeigen als Pilze pflücken. Den nehme ich aber noch mit, weil der ist 5 wert. Und dann will ich wissen, was das hier ist. Okay. Erstmal nix. Oder war da... Nein. Hier ist eine Truhe. Okay, ich kann springen nach vorne, aber mit dem Rucksack... Was? You got Akne? Eine Puppe und gleich 2. Eine Täuschpuppe. Was für eine merkwürdige Puppe. Angeblich lenkt sie böse Geister von ihrem Besitzer ab. Deine Hand kribbelt, wenn du sie anfasst. Offenbar wohnt der Puppe selbst eine dämonische Kraft inne. Offenbar. Das ist immer so, wenn man was anfasst. Und dann kribbelt die Hand. Sind das dämonische Kräfte, ja? Also, merkt euch das bloß. Okay, komm, wir brauchen ein cooles Bild. Für ein Thumbnail. Oh, warte mal, da müsste ich eigentlich aus dem Bild raus, ne? Sehr gut. Okay. Mal ein bisschen anders. Da ist das Ladedingen. Das der Ladegeist. Drei Wächtersteine stehen auf Kisejima. Entzünde ihr Licht, wenn du dir zutraust, meine Prüfung zu bestehen. Ach, guck mal. Der am Strand, den hatte ich schon. Das ist der dritte, der da. Ist dies vollbracht, wird der Weg sich dir auftun. Na gut, okay. Hey, da ist eine Insel mit einer Schatzkiste. Kann ich da hinschwimmen? Habe ich ein Feuer zum... Ja, okay, gut, ich habe wahrscheinlich ziemlich viel. Oh, Körper. Kisejima wird bis ans Ende deiner Tage ein Teil von dir sein. Wer seine Wünsche erfüllen will, der muss sich an Seelen laben, um seinen Körper zu stärken. Oh, du von schwachem Fleische, entzünde den Wächterstein des Körpers. Wenn einen eisernen Leib du suchst. Oh ja. Darauf erstmal. Aufzeichnung Teil 4. Der kleine Oni, der einst von Onigashima her angeschwemmt worden war. Gesprächig ist er nicht, aber sehr stur. Wie man hört, ist er nach Kisejima gekommen, um sich zu üben. Wie so viele andere auch. Doch lebend heimgekehrt ist noch keiner. Wenn ich auch frage, keiner weiß, was aus dem kleinen Oni geworden ist. Oh mein Gott, das ist traurig. Kisejima, wenn jemand weiß, ob man es vielleicht anders ausspricht oder sowas, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie man es ausspricht. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ob das vielleicht... Oh mein Gott, unüberwindbares Wasser. Ah. Ja, okay, gut, das Wasser hält sich jetzt noch ein bisschen designtechnisch in Grenzen, aber... Was ist das? Sind das Gegner oder sind das Pflanzen? Oder beides? Oder erstmal Dimensionsportal, nee, nicht Portale, Wände. Genau, Dimension, weil... egal. Pilz. Jo. Da ist nur eine Aufzeichnung, oder? Ich weiß aber nicht, ob ich da dran komme oder ob ich da wieder gegen die Wand laufe. Nein, geht. Der Heger der Insel. Ein gar seltsam Ding wohnt auf Kisejima. Es kommt und geht wie ein schwarzer Wind. Einen hohlen Baum gleicht sein Maul, das irrende Seelen verschlingt. Einst ward es der Heger der Insel genannt, doch ruft man es nunmehr Kuron. Kuron. Ja, wenn ihr das toll findet, dann abonniert doch den Kanal. So, um das mal einzuwerfen. Und irgendwie stürzt gerade dabei die Musik ein wenig ab. Naja, egal.
Über Kisejima Nummer 3. Der Dämonengott wartet auf den Moment des Erwachens, doch die Ketten, die ihn an den Stein binden, hindern ihn. Gib nicht auf, er antwortet auf unseren Rufen. Wenn du die Steine um Macht bittest, wird der Dämonengott antworten. Und wenn sie besiegt sind, wird der Dämonengott erwachen. Dies wird die Prüfung genannt. Und all den Dienern des Dämonengottes kann es nur einen geben. Wie unter den Highlandern. Können. Kisejima wird dich an deine Grenzen bringen, bis an die Pforten des Todes gar. Wer seine Wünsche erfüllen will, der muss sich das Können seiner Gegner zu eigen machen. O du von stumpfem Geiste, entzünde den Wächterstein des Könnens, wenn meisterliche Kunst du suchst. Okay, ja. Ja. Bin bereit. Okay. Blümchen pflücken ist nicht. Alter Zettel. Ich habe versagt. Wenn ich hier sterbe, muss ich einer von ihnen werden. Ich bete, dass eines Tages ein stärkerer Oni als ich kommt und meine Seele erlöst. Das hat wohl ja jemand geschrieben, den wir wohl hier ersetzen werden müssen sollen. Schmutziger Zettel. 80 Baggen Eisen, 2 Scheffel Reis, 17 Wildschweine, 4 Fässer Sake. Ja. Könnte sein, dass das uns irgendwann mal hilft oder sowas. Ich weiß nicht, ob man hier kochen kann oder so, aber es klang auf jeden Fall mehr nach einer Party als nach einem Rezept. Herz. Kisejima wird selbst die dunkelsten Tiefen deiner Seele offenlegen. Wer sich seine Träume erfüllen will, der muss zuerst seine Lust nach Macht ablegen. O du von kleinem Mute, entzünde den Wächterstein des Herzens, wenn ein unbeflecktes Herz du suchst. Ja. Und jetzt erscheint wahrscheinlich gleich wieder der kleine... Wir kennen ihn alle als Geist. Hier sind ein paar Notizen und ein paar rote Pilze. Rote Pilze lohnen sich. Und eine Kiste. Alter Zettel. Kuta, du musst Kisejima überleben und der Stärkste werden. Und außerdem der Allerbeste sein, wie keiner vor dir war. Mushrooms 150. Kein feiner Zug, aber wir bedienen uns. Aufzeichnung Teil 5. Da gibt es einen, der sich Kazemaru nennt. Viel mehr kann ich nicht erzählen, denn, ach, er weiß ja selbst nicht mehr, wer er ist und wie lange er den Namen schon trägt. Alleine er ist gut vertraut mit den Wächtersteinen. Das nimmt mich Wunder. Das nimmt mich Wunder? Okay. War er einst auch einer, der an den Prüfungen gescheitert ist? Tja. Kazemaru, dann ist wohl der Geist, wie wir ihn kennen. Kazemaru. Boah, schon richtig reich, würde ich sagen. So, wir gucken nochmal. Okay, das ist beim Laufen. Es ist auch, wenn ich stehe. Kreis, Kreis. A ist gar nichts. X nix, Y nix. Ja, B ist springen, laufen, umschauen mit den beiden Control Sticks. Die L- und R-Tasten bisher auch noch völlig unbenutzt. Aber das sieht geil aus. Zieht's euch rein, Leute. Ich bin cool. Ich habe eine Keule, ich habe eine Buchse mit Tigerstreifen, fetten Rucksack, Kiste mit Gibedango, Bällchen aus Hirseteig, die in einer 200 Jahre alten Traditionskonditorei hergestellt wurden. Sie zaubern dir nicht nur ein Lächeln auf die Lippen, sondern geben dir auch etwas Kraft zurück. Ja, die hatten wir schon. Ah, Leute, die Musik, oder? Ja, die Musik klingt so ein bisschen, als hätte man irgendwie, weiß ich nicht, im Summer Sale beim Magic's Music Maker eingekauft. Da sind dann die Lizenzen günstig, selbst für kommerzielle Zwecke. Und hätte sich dann da aus Versehen ein bisschen vertan. Weil mal im Ernst, ja, ich bin hier ein Oni, ja, ich sehe übelst gefährlich aus, ja, ich habe diese abgewinkelten Augen,
dicke Zähne. Außerdem trage ich einen großen Rucksack, das heißt, ich bin unglaublich stark. Und dann. Das ist so Musik. Weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn irgendjemand so seine, weiß nicht, Urlaubsvideos irgendwie auf YouTube stellt und dann so durch das Hotel läuft, so. So eine Musik läuft dann da. Dafür ist die Musik da, aber nicht für das Menü. So. Ja, ich sehe mich irgendwie so Palmen, so. Blick übers Meer, Wellen kommen. Aber nicht das! Nee, da habt ihr, nee. Meine Güte. Hab da irgendwie ein bisschen falsch investiert. Das finde ich nicht so passend. Es gibt Schlimmeres, aber ich finde es nicht passend. So. Murmel, murmel. Da gerade jemand etwas gesagt? Potztausend. Ich hatte schon ewig keinen Besuch mehr. Ich habe schon fast das Sprechen verlernt. So viele Jahre ist das her. Du bist wohl auf diese Insel gekommen, weil du stärker werden willst. Noch ein Oni, der mehr Mut als Verstand hat. Hoffentlich weißt du, worauf du dich einlässt. Ach, apropos, wenn du die Erinnerungen an deine Reise für die Nachwelt festhalten willst, komm einfach zu mir und erzähl mir alles. Ich kann dir Dinge lückenlos merken. Man nennt es auch Speichern. Und nun viel Glück, kleiner Oni. Horido und Weidmannsheil. Ja, jetzt gucken wir auf jeden Fall nochmal, ne? Das müssen wir ja heute wenigstens in der ersten Folge abschließen. Was hat es mit dem Stein jetzt auf sich? Ja, wir klicken mal und gucken. Oh, Dämonenkind, das so leichtfertig dem Tod sich stellt. Zeige mir, wie es dich nach Schlachten hungert. Es wirkt alles so robotisch. Und warum ist es jetzt so dunkel? Naja, egal, ich bin dunkel. Das meine ich damit, das ist mein Bild hier. O Dämonenkind, das so leichtfertig dem Tod sich stellt, zeige mir, wie es dich nach Schlachten hungert. Sieh sie dir an, die verirrten Seelen. Sie sind das Dunkel deiner selbst. Ja, bunte Augen. Nun wirf ab dein weltlich Verlangen, brich die Bande, die dich halten. Alsbald der Wächter erscheint, wirst siegreiche du stehen nach tödlichem Kampfe, so soll neue Kraft dein sein. Ich glaube, ich habe die Punkte übersprungen. Ja, what do we do now? What I am do now? Ich will nach Hause, muss stärker werden. Mission 1. Bist du bereit? Möge dir das Glück hold sein, ja, Mann. Ready. Oh mein Gott. Ich glaube, da will sie sich prügeln. Meine Kamera, meine Güte, was ist damit los? Ich sehe total matschig aus. Das soll nicht sein. Das war nicht der Plan. Bevor ich die nächste Folge aufnehme, gehe ich da dran. Sorry für diese Qualität. Jetzt gibt es eh erstmal Kloppe. So. Gegner angreifen. Drücke den Y-Knopf, um einen Gegner anzugreifen. Ist der Gegner besiegt, steigt eine Seelenkugel aus dem Körper auf. Ja, ganz normal. Oh mein Gott. Seelenkugeln angreifen. Drücke den A-Knopf, um die Seelenkugel anzugreifen. Erst wenn sie zerstört ist, verschwindet der Gegner. Das geht aber gar nicht. Ja. Also Leute. A. Okay, das ist Seelenkugelangriff. Ja, das mit der Kamera, das regt mich gerade ein bisschen auf. Naja, egal, wir kloppen die anderen jetzt aber erstmal kaputt, oder? How to play. Seelenbrecher. Befinde sich mehrere Seelenkugeln in der Nähe, erscheint ein blaues Symbol über deinem Kopf. Sobald du die erste zerstört hast, drückst du dann erneut den A-Knopf. Zerstörst du die nächste Kugel automatisch. Durch diese Seelenbrecher-Attacke kannst du schnell mehrere Gegner auf einmal ausschalten. Okay, also erstmal muss ich die kaputt klöppeln. Ach so, okay. Boah! Nein! Habt ihr das gesehen?
Okay, jetzt gibt es richtig Beef hier. Okay, halte den Y-Knopf gedrückt, bis das Ende deiner Keule aufleuchtet und lass ihn dann los, um einen Wirbelschlag auszuführen. Dieser kann mehrere Gegner um dich herum schweren Schaden zufügen. Es sieht nicht nur aus wie Zelda, es ist wie Zelda. So, jetzt leuchtet die Spitze meines Knüppels. Bam! Oh, ja, stimmt. Da muss ich halt irgendwie zumindest in die Richtung gucken. Okay. Okay. Ich bin einfach unglaublich unscharf heute. Aber wir haben die Mission completed. Congratulations an mich selbst. Boah, Playtime 1,56. Combo 3. Bester 3. Ah, guck mal, da kann man das immer und immer wieder machen, bis man irgendwann dann an dem Punkt ist, wo man sagt, habe ich keinen Bock mehr drauf. Besser werde ich auch nicht mehr. Oder kann man sich da online... deine erste Prüfung hast du wohl bestanden. Wenn du sie ein weiteres Mal ablegen willst, lass es mich wissen. It's only the beginning. There's more to follow. Hoping there's tomorrow. Ja, vielleicht wird es jetzt auch gerade schlagartig zu dunkel hier. Ja, aber ich denke mal, mein Hals kratzt auch gerade ein bisschen. Ich glaube, ich brauche mal was zu trinken. Und außerdem eine Pause nach der ersten Challenge hier. Die ich, wie ich meine, mit Bravour bestanden habe. Oh mein Gott. Wir entfernen uns. Das war hell. Das ist irgendwie immer noch scheiße, aber naja. Okay. Das ist eine Truhe. Die machen wir noch, die nehmen wir noch mit. Die nehmen wir noch mit. Wenn alle Wächter bezwungen sind, öffnet sich das Schloss. Na gut. Okay, dann versuchen wir noch herauszukriegen, ob es da direkt die zweite Prüfung gibt oder aber ob wir dafür irgendwo anders hin müssen. Oh, tapferer junger Oni, willst du dich dieser Prüfung erneut stellen? Nein. du, hast du was zu sagen? Ja. Beten und speichern. Geister erlösen. Gebiet 1. Ja. Boah, alles cool. Ja, gut. Ansonsten würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir hier irgendwo... Ja, das Ding ist ja schon an hier. Ja, okay, ich habe jetzt wie lange gespielt? 23 Minuten und ich habe schon das erste Mal, wo ich sag, und jetzt? Über Kisejima, Teil 4. Drei Wächtersteine gibt es auf Kisejima. Dort schlafen die Besiegten und warten, herausgefordert zu werden. Nur Oni dürfen sich dem Kampf stellen. Nur Oni. Schreite zur Tat, doch wisse, nur wenige bestehen. Scheiterst du, sollst auch du auf ewig in Ketten gelegt werden. Okay. Ich glaube, die Wand ist weg. Ah, da ist noch eine. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich wieder Steine sammeln. Beziehungsweise Fackeln entzünden. Vielleicht auch nicht. Wir haben nicht viel zu sagen. Okay. Okay, okay, okay. Gut. Wo bin ich? Ach so, ah, da ist ein neuer. Ah, ein neuer Ding zur Seite erschienen. Es ist so dunkel hier, ich habe Hunger.
Mission 2, bist du bereit? Möge dir das Glück hold sein. Und ich bin es jetzt nicht, denn die Kamera, die geht mir auf Nerven. Okay, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht auf jeden Fall weiter. Spiel macht Spaß, macht einen guten Eindruck. Nur die Musik finde ich persönlich noch ein bisschen, naja, über. Vielleicht kommt da irgendwann mal ein Patch mit guter Musik oder so, ich weiß nicht. Möchte den Künstler nicht zu nahe treten, aber das ist irgendwie, zumindest finde ich, nicht ganz passend zu dem Spiel. Da geht sicherlich mehr anders. Und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr denkt's auch. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Haltet die Ohren steif. Macht's gut und ciao, ciao. Ach ja, genau. Nicht vergessen, ne? Däumchen nach oben. Däumchen nach oben. Und wenn's gefallen hat, wisst ihr, ne? Abonnieren. Dann gibt's auch demnächst eine bessere Kamera, versprochen. Aber ist die eigentlich gut? Ich weiß nicht, was das soll. Okay, nächstes Mal. Mission 2. Ciao, ciao.